Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder ein Townie-Umstyling, aber diesmal im Zeitraffer. Wir starten am besten einfach mal direkt rein. Let's go, Leute! Also, warum das Ganze hier schon wieder so? Ja, eigentlich kann ich es euch gar nicht so genau sagen. Also, es ist für mich sehr einfach. Ich habe ja gesagt, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen einfacheren Content. Und das ist natürlich für mich sehr einfach. Weil Townies umstylen und so ist ja sowieso meine Leidenschaft. Und ja, das ist halt auch eine Sache, die man ganz gut nebenbei machen kann. Deswegen dachte ich mir so, ja, ich nehme das einfach mal auf und mache dann einfach einen Zeitraffer raus. Ja, jetzt ist vielleicht nicht der krasseste Content der Welt, aber ich kann dann auch ein bisschen mit euch reden. Ich meine, nächste Woche vermutlich kommt wahrscheinlich auch wieder ein Speedbild. Das heißt, ja, das ist dann auch schon wieder ein Zeitraffer. Aber egal, ich lieb's mit euch zu reden. Deswegen zuallererst, meine lieben Leute. Der große Elefant im Raum. Wir haben die 600 Abonnenten geknackt. Juhu! Es ist sehr, sehr schön. Also ich freue mich sehr darüber. Vielen lieben Dank an jeden, der mich hier gerade unterstützt. Also es ist sehr stetiges Abo-Wachstum in letzter Zeit. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo auch an alle neuen Menschen. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und wow. Ich muss sagen, es verwirrt mich aber sehr, dass ich halt so viel und so guten Abo-Zuwachs habe zurzeit, weil meine Videos echt gerade in einem Sommerloch angekommen sind. Der Sommer hat sich eigentlich gar nicht wie ein Sommerloch angefühlt. Das hat jetzt irgendwie erst vor so 2 Wochen oder so angefangen. Oder vor einer Woche erst, dass meine Videos auf einmal gar keine Klicks mehr machen. Also, das ist ja jetzt noch nicht abwerten oder gemein klingen oder so. Aber ich sag mal, im Verhältnis ist es halt einfach sehr niedrig. Und ich weiß, dass es manchmal auch ein bisschen doof rüberkommt, wenn man das so, ja, ich sag mal, anspricht. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen. Ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, weil es gibt auch sicherlich viele Leute, die jetzt irgendwie bestimmt vielleicht wieder aus dem Sommerurlaub da sind, die vielleicht jetzt die Ferien zu Ende haben und deswegen einfach keine Zeit mehr dafür haben. Das kann ich total nachvollziehen. Ne? Ich weiß auch, dass einige aus meiner Community vielleicht auch gerade eine Ausbildung angefangen haben, genauso wie ich. Deswegen, also ich bin ja jetzt auch gar kein Böse oder so, aber es wundert mich einfach, dass mein Abo-Zuwachs trotzdem stetig bleibt, obwohl ich irgendwie 10 Aufrufe habe oder so auf einem Video, auf einem neuen. Also das heißt, es wird wahrscheinlich hauptsächlich durch ältere Videos kommen. Ich hoffe, dass diese Leute dranbleiben. Also würde ich mich sehr freuen, ne? Also das ist jetzt wieder Uncut. Kennt ihr ja alles von mir in Zeitraffer. Was ich sagen wollte, nächste Woche, wie gesagt, kommt wahrscheinlich ein Speedbild, wenn ich es schaffe, diese Woche zu streamen. Weil wenn ja, dann bauen wir dann nämlich ein Penthouse. Wenn ihr im Stream noch nicht dabei wart, dann kommt gerne rum. Heiße Damuli Girlie. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich streame, entweder Dienstag oder Donnerstag streamen. Moment, ich baue Dienstag vor allem. Also wenn ihr das Video seht, war schon Dienstag. also ja, entweder habe ich gestern gebaut oder ich baue morgen. Oder generell diese Woche nicht, weil, keine Ahnung. Ich plane es auf jeden Fall. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, jetzt gerade mit der Ausbildung und so, wegen Stream und so. Also meine Priorität sind ja immer noch meine Videos und deswegen, you know, guys, also, ja, das möchte ich einfach nur dazu sagen. Ich hasse es einfach so sehr manchmal, ne, wenn ich so dieses Uncut, also es ist einfach nicht so komplett mein Ding. Aber egal. Ich werde nie einen Podcast haben, das wird sich auch keiner anhören. Wenn ihr euch das hier schon gebt, dann seid ihr schon crazy. Also auch meine gecutteten Videos sind crazy, glaube ich, wenn man sich das ansieht, weil also ich bin eigentlich nur... Es tut mir so leid. Also ich kann aber nur sagen, die Ausbildung ist extrem anstrengend, Leute. Deswegen fällt es mir einfach sehr, sehr schwer, gerade Content zu machen. Ja, also es ist ja auch schon ein Video ausgefallen, deswegen, es ist ja okay und so, aber mich stresst es halt einfach selber, dieser Kanal ist mir unheimlich wichtig. Oh, es tut mir so leid, aber es ist einfach ein Symbol dafür. Also ich nehme das hier gerade am Montag auf,
Ja, es ist halt einfach ein Symbol dafür, wie anstrengend das Ganze für mich ist. Und ich hatte heute zum Beispiel auch ein Gespräch in der Schule und so, wo ich halt auch so ein bisschen klar gemacht habe, wie anstrengend das eigentlich für mich alles ist und wie stressvoll das ist. Und ja, also wir haben jetzt so ein paar Sachen, die wir so in eine Gänge bringen, dass sich das vielleicht ein bisschen für mich ändern kann. Ob das Ganze jetzt so kommt oder nicht, steht in den Sternen, ne? Aber man gibt sein Bestes, schaut, ob das jetzt in irgendeiner Form dann auch hilft. Wäre natürlich schön, weil, also ich fände es doof, wenn ich das abbrechen müsste oder so, weil ich habe halt wirklich keine Alternative und naja, es ist schwierig. Ich möchte das nicht. Also ich würde gerne einfach mal ein normales Leben führen können, zumindest halbwegs. Es tut mir wirklich so leid, denn dieses Video ist einfach schon wieder kompletter Absturz. Aber wenn ihr euch das trotzdem anseht, dann ich bedanke mich bei euch, ne? Also für eure Treue. Ich mache Sims-Videos, mache ich jetzt irgendwie schon seit 6 Jahren kontinuierlich. Und ja, also Content generell mache ich jetzt schon seit über 10 Jahren. Also läuft bei mir, ne? Also warum mache ich das? weiß ich nicht. Kann ich gar nicht so genau sagen, ne? Aber es ist irgendwie das Einzige, worin ich irgendwie wirklich aufgehe. Also ansonsten, immer wenn ich irgendwie Hobbys angefangen habe, habe ich sie einfach beendet. Und das ist das Einzige, wo ich halt so dranbleibe. Deswegen. Vielleicht ist es das. Ich kann einfach nur daran festhalten, weil ich sonst gar kein Hobby hätte. Es wäre ein bisschen traurig. Was sind eure Hobbys, Leute? Man merkt einfach gar nicht, dass ich einen Knacks weg habe oder so, oder? Also, ist einfach grandios, Leute. Grandios ist das. Also, ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich meine, das ist jetzt eh schon fast vorbei. Ich habe ja nur drei Leute umgestylt. Ja, für mehr hatte ich auch gar nicht unbedingt die Kraft. Ja, weil wenn ich jetzt Freizeit habe, dann habe ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt immer die größte Lust, dann jetzt auch noch unbedingt was für die Videos oder so zu machen. Also, beziehungsweise ja schon, aber ich habe halt auch nicht unbedingt die Kapazität, ne? Und wenn ich dann halt, ja, also ich war froh, dass ich überhaupt drei Sims umgestylt habe, ne? Ich glaube, das sind Sims aus dem Lucky Legacy Spielstand, also welche, die halt auch in dem Relationship Panel von Raphael waren, glaube ich. Also, vielleicht sehen wir den nochmal wieder. Da war es vielleicht wenigstens nicht ganz umsonst. Ja. Es müsste jetzt vorbei sein, richtig? Also. Wie gesagt, wenn ihr das nicht gesehen habt, danke. Ich kann aber auch jeden verstehen, der abgeschaltet hat. Ich gebe mir Mühe, dass das alles wieder irgendwie besser wird. Also, ich bin ja, auch wenn ich mal meinen BAföG habe, bin ich dann ja auch auf der Suche nach einem Cutter. Dann habe ich ein bisschen weniger Arbeit. Vielleicht habe ich dann auch eher die Power irgendwie, mich wieder mehr hier reinzustürzen. Auch neben der Ausbildung. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche kurzen Ideen habt, was ich für Videos irgendwie noch machen könnte, jetzt in naher Zukunft, einfach damit ich auch ein bisschen entlastet werde, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss!